Aufnahme starten und jetzt wird's losgehen, Freunde. Wir werden jetzt nämlich auf die YouTuber-Insel gehen. Ihr seht, Candy ist gerade schon drauf. Alle YouTuber sind gerade im Discord. Die werden aber gleich dazukommen und werden hier gleich auch alle auf den Server kommen. Also wir haben gerade gesagt, ey, 16 Uhr, alle wollen aufnehmen, alle machen jetzt hier was mit und alles geht ab. Wir sind aktuell zu zweit auf dem Server. Ich habe mir einfach mal heute überlegt, dass wir vielleicht eine Uncut-Folge machen. Also das ist hier heute komplett Uncut. Egal, was passiert, Freunde. Ich werde euch das zeigen. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel mein PC abstürzt, dann wird das quasi drinnen bleiben. Das wird halt einfach eine Uncut-Folge sein. Ich weiß auch nicht, ob das so gut ankommen wird, ob ihr das feiern wird, weil ich könnte mir natürlich auch vorstellen, dass es vielleicht so Situationen gibt, wo es vielleicht ein bisschen langweiliger sein könnte. Aber es... Oh mein Gott, Bro. Aber es könnte auch Situation... Es könnte auch... Oh mein Gott, lag, lag, lag. Okay, das bleibt jetzt zum Beispiel... Hä, was ist das? Was ist Shader neu geladen? Was ist das? Hä? Bro, oh mein Gott, okay, ich bin down, ich bin gleich down. Junge, sowas würde ich zum Beispiel eigentlich rauscutten, aber ja, jetzt kann ich das natürlich nicht machen. Ich muss mal hier Sound bisschen. Wow, wow, let's go, let's go, wir haben Wardengebiet gefunden. Okay, Freunde, das ist natürlich richtig nice. Ich werde erstmal den Paulbergern hier einen auf den Dötz hauen. Das Ding ist nämlich, das Projekt YouTuberinsel ist ja jetzt gerade erst gestartet, ne? Und es gibt ja schon wieder ein paar Leute, die hier ein bisschen Ärger machen wollen. Ein paar Leute, die sich einfach ein bisschen was aufbauen werden. Ich sag mal so, Freunde, ich werde erstmal alles sehr neutral beobachten und werde so eine neutrale Position einnehmen. Ich habe ja auch gesagt, da ist auch schon Blackjack gerade online gekommen. Ich habe ja auch gesagt, wenn jetzt zum Beispiel mich einer angreifen würde, dann würde ich erst aktiv werden. Aber die Netherite Guards wurden ja damals auch gegründet, eigentlich, weil sie eine ja, sehr gute Partei sind und eigentlich sich für das Gute einsetzen und für die Gerechtigkeit. Das haben irgendwie einige Leute früher nicht gecheckt, weil die irgendwie SU, guck mal, SU ist jetzt auch da, weil SU den Leuten irgendwie Müll erzählt hat, was sehr, sehr schade ist. Und hat halt gesagt, ja, die Netherite Guards, nur weil wir so einen dunklen Skin haben, sind böse und sowas. Alles kompletter Unfug, meiner Meinung nach. Oh, Bro, wir müssen aufpassen, Leute. Ich habe ein bisschen Angst, dass der Warden hier kommt. Oh, guck mal hier. Schleichen 100. Die sehen jetzt alle hier, dass ich gerade im Wardengebiet bin. Ey, das ist so nice, dass wir direkt hier den Warden gefunden haben. Vielleicht ist hier ja so eine Ancient City drunter. Also so eine Wardenstadt. Das wäre natürlich absoluter Jackpot. Das Ding ist, Uncut hat auch zum Beispiel einen Vorteil. Wir hatten zum Beispiel bei der letzten YouTuber-Insel öfters mal Situationen gehabt, wo einige Leute komplett durchgedreht sind. Und manchmal bin ich ja einfach nur online zum Farmen. Also ich nehme ja nicht die ganze Zeit auf, sondern Aufnahme stoppt dann mal. Dann nehme ich mal wieder auf. Oh mein Gott, Leute. Ey, hier müssen auf jeden Fall Diamanten sein. Ich sag euch, Real Rap. Also wenn die keine Diamanten sind, dann würde ich wieder fast ein bisschen durchdrehen. Ey, das sieht hier so geil aus. Ich hoffe... Warte. Oh, ich dachte gerade, was ist das da vorne? Junge, ist das hier irgendwie ein bisschen geupdatet worden in der neuen Version? Was jedenfalls auch ist, wir spielen ja hier das Minecraft-Projekt auf der... Oh, uiuiuiui, auf der neuen Version 1.20. Und ich habe noch keine Ahnung, wie man hier Netherite finden soll. Einige meinten von euch, dass es extrem... Oh, unsere ersten Diamanten! Einige von euch, die mir Tipps gegeben haben in den Kommentaren, meinten ja, Netherite soll extrem schwierig sein zu finden. Ich bin echt gespannt, weil man muss irgendwie... Also ihr könnt ja mal gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Ich habe die neueste Version noch nicht gespielt. Ich kann es euch leider... Hä? Oh, ich wollte gerade sagen, warum kann ich hier die Diamanten nicht mitnehmen? Ey, ihr glaubt gar nicht, wie selten diese Diamanten sind, ne? Also, die normale Seltenheit... Ey, was ist hier alles, Junge? Wie tief geht's hier bitte runter? Das sieht so heftig aus. Normale Wahrscheinlichkeit, Diamanten zu bekommen, ist irgendwie bei 85... Also, wir haben es um irgendwie 85% verringert, dass man Diamanten findet. Und deswegen sind die halt auch wirklich äußerst viel wert hier auf der YouTuber-Insel. Und ich denke mal, die Leute, die direkt am Anfang viele Diamanten haben, werden auch automatisch die stärksten Spieler sein. Ich habe also natürlich meine Favoriten hier so, ne? Also, wir kennen, wir wissen... Oh mein Gott, Leute, da sind nochmal Diamonds. Obwohl, Redstone brauche ich eigentlich nicht. Junge, was ist das? Sieht hier voll krass aus, ne? Nein, das ist eine Hexe. Bro, ich würde gerne die Dias mitnehmen. Ich habe nur ein bisschen Angst, weil das bringt jetzt nichts. Oh Gottes Willen, Bro, es bringt halt echt nichts, ne? Junge, bitte, liebe Hexe, bitte, bitte, liebe Hexe. Bitte, Candys Mutter, komm nicht zu mir. Lass mich einfach in Ruhe. Ich will hier nur schnell
Oh, ich hab so Panik, Leute. Ich hab so Panik, Bro. Bitte bleib einfach da oben. Wenn die jetzt kommt, dann war's das eh, ne? Da müssen wir zusehen. Oh Gott, das wäre nicht. Ah. Ah. Oh. So, einmal hier abbauen, vorsichtig. Nochmal ein Diamant. Let's go. Ich weiß nicht, ob ich da lang gehen will. Da sind mir ein bisschen zu viele Monster. Ich will hier erstmal. Ah. Oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Dinger hier angehen müssen, der Sensor, bis der Warden kommt. Das Ding ist, ich habe ja auf der letzten YouTuber-Insel den Warden auch gekillt. Das hat leider nichts gebracht. Ich weiß gar nicht, gibt es in der neuen Version irgendetwas, wenn man den Warden killt? Ich fand das ja damals übelst heftig, aber es ist auch ziemlich schwer gewesen, weil man brauchte extrem viele Eisenblöcke. Die habe ich extra dafür gefarmt. Und ich war voll enttäuscht gewesen, als der Warden nichts gedroppt hat, irgendwie was Seltenes. Das wäre doch mal was Cooles, ey. Ich check nicht, warum Minecraft da sowas nicht macht. Irgendwie so den Wardenkopf so als Trophäe. Oder so wäre ganz nice. Ja, wer ist aktuell für mich der stärkste Spieler? Das haben mich auch mehrere gefragt und ob ich mich auch verbünden werde. Also für mich, die stärksten Spieler sind natürlich wie immer Avive, finde ich sehr, sehr gut. Ich muss ehrlich sagen, Leute, ich bin ein bisschen aus Minecraft raus, aber ihr wisst, ich spiele auch extrem viel. Also wir könnten theoretisch wieder reinkommen und auch einer. Also wenn ich wirklich trainieren würde, Leute, denke ich mal, in 2 Wochen wäre ich mit einer der besten Spieler überhaupt. Ich muss ehrlich sagen, Max ist auch okay, aber er ist definitiv für mich nicht einer der besten Spieler und auch nicht einer der gefährlichsten. Blackjack für mich eigentlich auch nicht. Also meine 2 Favoriten, sage ich euch ehrlich, sind meiner Meinung nach Sue und Avive, wo ich so viel Potenzial sehe. Ihr wisst... Bro. Leute... Leute, so, das Ding ist, normalerweise, ich würde mir jetzt die Koordinaten merken, ich würde jetzt die Koordinaten aufschreiben, wo hier das Wardengebiet ist, aber es ist eigentlich relativ egal, weil wir ja den direkten Zugang von oben zu diesem Wardengebiet haben. Ich glaube, es ist hier keine Stadt, also es ist keine Wardenstadt, es ist halt nur ein Wardengebiet, was ganz nice ist, aber... Es sind hier auch nicht sonderlich viele Diamanten gewesen, ne? Da merkt man halt, dass die Rate komplett runtergeschraubt worden ist. Also Plan, den ich habe jetzt für die Zukunft, für die YouTuber-Insel, ist es oben auf dem Berg, will ich meine eigene Festung bauen, ne? Also meine eigene kleine Burg bauen. Ich werde auch erstmal keine Kisten verstecken. Weil es gibt ja wie immer die Regel auf der YouTuber-Insel, wenn ich jetzt zum Beispiel... wenn ich zum Beispiel beklaut werde, dann muss das in einem Video gezeigt werden. Also es kann jetzt nicht einfach Avive zu mir kommen, kann mir alles klauen und dann weiß niemand drüber Bescheid. Also theoretisch, die aufmerksamen Zuschauer wissen eh, okay, Bro, Avive hat hier gerade was geklaut und würden mir das wahrscheinlich schreiben, was natürlich dann extrem Vorteil hat. Okay, hier sind wir auf jeden Fall schon mal ganz unten. Das Ding ist, wahrscheinlich sind hier irgendwo Diamanten noch, ne? Aber... Oh, vielleicht könnten wir uns auch irgendwelche Diamanten bei anderen Leuten verdienen oder so. Boah, wir haben gerade mal 3 Stück, Junge, und ich bin hier in Wardenstadt. Das kannst du ja auch nicht ausdenken eigentlich, ne? Das ist... Ich renne jetzt hier einfach lang, Bro. Ich gehe jetzt auch gleich einfach nach oben, glaube ich. Ich werde jetzt hier nochmal einen kleinen Abstecher machen und gucken. Boah, das sieht... Junge! Das sieht aber auch crazy hier aus, ne? Also wirklich schönes Wardengebiet, was wir hier gefunden haben. Ey, ich hab ne geile Idee, Leute. Verkaufe Location Warden. 1 Dia. Ja, Leute, vielleicht kauft's ja einer. Kann ja sein. Oh. Ja, SU hat schon Full Dias, Bro. SU hat Full Dias. Krass. Aber das ist halt der Vorteil, wenn die ganzen Leute in der... in der letzten Folge Dias gefarmt haben. Die haben ja heute schon einen Ultra-Vorteil gegenüber Leuten halt, die in der letzten Folge... Ich bin halt, Leute, ich wollte halt letzte Folge ganz entspannt starten. Ich wollte nicht direkt auf Full Dia gehen, weil ich das voll Quatsch finde. Bro, ich habe das Gefühl, der Warden kommt gleich. Ich sag euch Real Rap, ich weiß nicht warum. Aber ich hoffe, dass hier kein... Aber es ist hier kein Warden-Spawner, das ist ganz gut. Das sind quasi nur diese Signaldinger. Ey, Junge, es kann
Real Rap nicht sein, dass hier kein, dass hier wirklich keine Diamanten sind. Es ist hier gar nicht. Ich weiß jetzt auch nicht mehr den Weg zurück. Hier ist auch nichts mehr drin. Also ich werde jetzt einfach nach oben bauen. Ich müsste jetzt einfach nach oben bauen. SU flüstert mir. Kann man später bezahlen? Ich gebe dir ein Dia, sobald ich es habe. Ja, gerne. Okay, SU würde das Wardengebiet kaufen, den Ort, die Location. Ich muss mal gucken, Leute. Wie ist jetzt hier die Location vom Warden? 118 minus 45. 118 minus 45. 57. Ist richtig, ne? 118, ja, ist richtig, Leute. Da hast du jetzt die Koordinaten hier. Was hat er noch geschrieben? Okay, super. Ist es in Ordnung, wenn ich Blackjack nehme? Wir zahlen dir 2 Dias, sobald wir Dias haben. Ist voll korrekt, Leute. So, 57. So. Ja, geht klar, easy. Ja, ist korrekt, Leute. Es ist ja eh einer meiner liebsten unserer, ja, geht klar, unserer Cutter zensieren. Ja, Bro, das bringt eh nichts, Leute. Also normalerweise würde ich es jetzt halt auch zensieren, aber ja, es ist halt ein bisschen doof. Wir machen jetzt halt eine Uncut-Folge. Ich schreibe jetzt dazu einfach nichts zurück. Ja, ist jetzt ein bisschen ärgerlich, aber ich habe jetzt schon angefangen. Wäre jetzt halt blöd, wenn wir jetzt die Folge wahrscheinlich uncut einfach so beenden. Aber ja, so ist es halt, Leute. Da kann man halt nichts zensieren. Ich habe auch überlegt, ob ich Musik runterpacke, aber ich habe gesagt, Leute, komplett roh. Eine Stunde YouTuber-Insel werden wir mitnehmen. Ich will auch, ich habe auch schon eine Farbidee, wie wir unsere Base bauen. Und zwar die Netherite Guards sind ja eh blau, rot-schwarz. Und das Army ist jetzt auch da. Max. Junge, was war das denn gewesen? Hä? Was war das denn? Oh, das hat sich ja voll strange angehört. Sind das irgendwie, gibt es hier irgendwie neue Monster oder so in der neuen Version? Oh, das wird jetzt erstmal hier komplett weit nach oben sein. Also Ziel wird sein, die Base wird auf jeden Fall in der Kombination rot-schwarz werden. Ich denke mal, das könnte ganz cool aussehen, weil das ja auch so ein bisschen so die Combination von den Netherite Guards sind. Erste Folge, habt ihr auch gesehen, wir haben echt Ärger gemacht. Ich wollte sogar ein paar Leute killen und alles. Im Endeffekt haben wir nur Blackjack angegriffen, aber ich wollte eigentlich nur so ein bisschen Stunk machen. Ich war jetzt nichts Böses beabsichtigt oder so. Ich werde mich jetzt auch wahrscheinlich nochmal später bei Blackjack einfach so entschuldigen und werde sagen, ey, Bro, war nicht so gemeint. Ich wollte einfach nur erste paar Minuten so ein bisschen Action machen, dass die Leute auch mal wissen, was hier abgeht auf der YouTuber-Insel. Viele feiern das ja auch einfach nur, wenn so gebaut wird. Aber ich sag euch ehrlich, ich feiere es am meisten, wenn es so richtig Ärger gibt. Wenn irgendwie Stunk ist, irgendjemand Ärger macht, man gegeneinander fightet und so. Wir hatten, das muss ich euch auch mal erzählen, wir hatten sogar anfangs geplant, würde, das hätte mir sogar zu mehr zugesagt, das werden wir vielleicht auch noch machen, so ein kleines Event über einen gewissen Zeitraum, wie zum Beispiel, wir machen jetzt einen Monat lang YouTuber-Insel und in diesem einen Monat hat jeder nur 5 Leben und wenn diese 5 Leben weg sind, wird er von der YouTuber-Insel bis Ende des Monats gebannt. Fand ich zum Beispiel eine richtig geile Idee, das heißt dann zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel 5-mal Candy ausschalte, dürfte er theoretisch nicht mehr auf der YouTuber-Insel aufnehmen bis Ende des Monats. Und wenn das natürlich... Oh. Oh, Leute, hier ist das Warngebiet. Okay. Ich weiß zwar nicht, was die im Warngebiet wollen, aber... Das Ding ist... Ja, ich... Die haben ja eh die Koordinaten, denn dann werden die schon sehen, wo das Warngebiet losgeht. Dann müssen sie eigentlich nur noch in Richtung des Warns laufen. Also von daher, denke ich mal, sollte das passen. Sonst hätte ich jetzt nochmal neue Koordinaten. Wir machen uns auf den Weg. Kommen. Ja, gehe eh wieder nach oben zu. Gefährlich. So. Ich gehe jetzt eh wieder nach oben. Weil da unten, Leute, ich habe jetzt auch, also, ich weiß auch gar nicht, warum ich da hingehen wollte. Ich wollte halt einfach ein bisschen Zeugs finden, aber ich glaube, ich werde erstmal ein bisschen meine Base ausbauen. Und gucken, was so abgeht auf der YouTuber-Insel, wo die anderen Leute vielleicht ihre Base bauen. Und ja, da hatten wir halt geplant, so das werden wir vielleicht sogar noch machen.
Aber du meinst doch die City, oder nicht? Oder nur... Hä, ich hab geschrieben, nur Warden. Bro, ich hab da geschrieben, nur Warden, oder, Leute? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Nein! Oh, ich dachte gerade, wir haben keine Pickaxe mehr. Nicht City. Oh, Mann, ja. Sorry. Ja, Bro, ich hab doch geschrieben, nur Warden. Was labert der von City? Hab ich City geschrieben? Ich habe geschrieben, ich habe Wardengebiet. Mehr habe ich nicht geschrieben. So, die Steine müssen wir auch mal alle mitnehmen. Da können wir die nämlich oben direkt in unserer Base einmal brennen. Ey, Lotti ist gerade hier. Oh, jetzt kommt hier der ganze Kies wieder runter. Easy, was geht, Lotti? Und ich sag euch ehrlich, ich würde es immer noch feiern, wenn wir vielleicht einen Monat so eine Battle Royale-Folge machen mit YouTuber-Insel. Jeder hat nur 5 Leben. Und wenn die 5 Leben weg sind, dürfen wir nicht mehr aufnehmen, ne? Und das ist halt auch das Geile, weil dann bauen die Leute, fangen die Leute auch an, so geheime Secret-Basen zu bauen. Und dann versuchen Leute in die Base irgendwie einzudringen und so. Und das finde ich eigentlich eine ganz geile Idee. Weil so besonders so Leute wie Candy und so, die wollen ja eigentlich nur immer bauen, bauen, bauen und wollen ja gar keinen Ärger haben. Voll langweilig. Ich weiß gar nicht. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr mehr feiert. Klar, bauen kann man ab und zu mal, aber die ganze Zeit 24/7 komplett langweilig. So, ich hoffe mal, dass wir jetzt bald mal oben sind. Ich weiß gar nicht, wo wir sind, Junge. Und dann bin ich auch mal gespannt. Wir werden gleich zu unserer Base zurücklaufen. Und bei unserer Base werden wir dann auch gleich sehen, ob uns irgendjemand beklaut hat. Weil wir haben ja eine relativ auffällige Base direkt oben auf dem Berg. Und da denke ich mal schon, dass der ein oder andere da safe vorbeigekommen sein wird. Aber ich höre hier gerade schon wieder ein paar Mäuschen. Oh, hier sind wir in der Höhle. Okay. Oh, hier ist... Junge. Kann das vielleicht sogar eine Warden City sein? Junge, also ich habe keine Ahnung, ob das eine Warden City ist. Weil das ist ja übelst groß. Was ist denn das? Bro, was ist denn das? Leute, ich glaube, das ist eine Warden City. Ich sag euch, Real Rap. Ich glaube. Oder? Junge, man hört ja voll die komischen Geräusche. Geh mal weg da. So, ich muss Gold auf jeden Fall mitnehmen. Wenn wir Gold nochmal finden. Ich bin mir nicht sicher, Bro. Also so eine komischen Geräusche kenne ich eigentlich nicht. Ich baue mich jetzt einfach mal hier lang. Und guck, was da ist. Sowas würde ich zum Beispiel auch alles rauscutten. Ne? Hier einfach so in Richtung der City bauen. Gucken, ob da jetzt... Oh, das wäre natürlich krass, Leute. Ihr wisst, also Wardengebiet gibt es halt krasse Verzauberungen. Alleine die Schleichenverzauberung. Ich glaube, Mending, kann man das auch finden? Was ist jetzt los? Nein! Ey, Bro, jetzt ist meine Maus leer. Ich habe so eine Funkmaus. Jetzt ist die einfach leer. Okay, aber kein Problem. Ich habe hier immer so ein Ladekabel. Ja, jetzt ist die hier. Lädt die wieder. Ich habe da immer so ein Ladekabel hier direkt neben mir legen. Und dann Lapis. Candy ist raus. Alphastein ist raus. Aber ich glaube, die kommen gleich wieder. Die haben wahrscheinlich nur kurz aufgenommen. Ach, Bro. Das wäre jetzt natürlich ärgerlich, wenn das so Warden City da wäre. Dann will ich natürlich, dass wir die als erstes looten. Ich weiß halt auch nicht, was man da genau dran findet, ne? Es könnte sein, dass wir vielleicht noch tiefer... Warte mal, wie tief sind wir denn jetzt gerade? Wir sind 29. Vielleicht war die noch tiefer gewesen, aber minus 57 ist ja schon extrem tief gewesen. Ich baue jetzt einfach mal hier lang. Ich baue jetzt einfach mal hier lang, Leute, und wir gucken, was wir finden, aber... Also ich denke mal, wir sind eh gerade genau im Berg drinne. Sind jetzt gerade noch Russik und Armee da. Russik weiß ja auch noch nicht so richtig, was er machen soll. Ich weiß aber auch nicht, ob Russik so aktiv YouTuber-Insel spielen wird. Ich hoffe natürlich, dass er aktiv am Start ist. Aber er ist zum Beispiel einer, der wenig streamt. Wir werden ja wahrscheinlich wieder so Streaming-Zeiten machen, dass wir am Wochenende auch YouTuber-Insel streamen können. Wahrscheinlich so 3-4 Stunden. Und er war halt nie zu den Streams da.
Und das Problem ist, wenn du nicht streamst, Leute, dann fehlt dir ja auch extrem. Dann bist du ja von Equipment halt auch sehr weit hinten im Gegensatz zu den anderen. Ich glaube, ich habe hier komische Geräusche gehört. Ich weiß nicht, ob das wirklich Warden City ist. Falls das Warden City ist, können wir ja trotzdem noch morgen hingehen. Also, falls ihr denkt, dass diese Geräusche irgendwie was waren, schreibt gerne unten in die Kommentare rein. Dann machen wir da morgen nochmal einen kleinen Abstecher. Wir wissen ja jetzt eh, wo die Location ist. Und SU denkt jetzt auch, das ist ein normales Warden-Gebiet. Also von daher, SU ist wieder da, Blackjack ist wieder da. Bro, die machen richtige Taktikbesprechungen, ne? Also es gibt wirklich so Leute, das denken ja auch immer viele, das ist fake oder so. Aber ich sag euch, wir streiten uns manchmal wirklich auf Discord. Da ist manchmal richtig Eskalation durch. Und ich habe auch gesehen, dass SU zum Beispiel mit Blackjack... Ich bin down, nein. Nein. Oh Gott. Oh mein Gott. Bro, ich hau ab. Oh mein Gott, Bro. Oh mein Gott. Ich glaube, wir waren kurz vor Kill gewesen. Immer wenn es so dunkel wird. Ich weiß, ich glaube, der ist gerade gespawnt. Also da werden wir erstmal nicht hingehen, Bro. Wenn der gerade gespawnt ist, habe ich ja gar keinen Bock auf den. Nee. Aber ich glaube, es ist, wie gesagt, keine City gewesen. Normales Gebiet. Boah, ich dachte gerade. Ich dachte gerade wirklich, das war's gewesen. Ich habe jetzt natürlich nicht so seltenes Zeug bei. Obwohl 3 Diamanten sind schon selten. Bisschen Eisen haben wir auch dabei. Also das ist schon nicht ohne. So, dann geht's jetzt mal hier hoch. Ich weiß auch gar nicht so richtig, was Max machen will. Ich denke mal schon, dass er Bock hat, die Netherite Guards zu machen. Aber ich glaube, er würde jetzt erstmal so ein bisschen, ja, bauen, Bro. Er würde jetzt erstmal so ein bisschen bauen und würde einen ruhigen machen. Ich habe auch gesehen, viele hoffen jetzt, dass es quasi... Junge, wo sind wir hier? Viele hoffen, dass es jetzt erstmal Frieden gibt und wir uns da nicht streiten. Aber ich hoffe, dass jemand Ärger macht. Ich sage es euch ehrlich und wir haben ja auch schon gesehen in der ersten Folge, Alphastein ist wieder komplett auf Ärger aus. Ich glaube auch, wenn ich Alphastein sehen sollte, der ist jetzt zwar gerade nicht online, werde ich ihn direkt attackieren. Ohne Vorwarnung, ich werde direkt drauf gehen und werde ihn hochnehmen. Flauschi ist auch da. Ich denke mal, Flauschi wird wieder seine eigene Stadt bauen. Obwohl das Geile, also was ich diesmal auch geil finde, wir haben erstmal gesagt, dass die Leute, die wir haben deine Base gefunden. Kommst du zurück? Ja. Hä, woher wissen die denn, dass das meine Base ist, Leute? Das frage ich mich auch. Oh, Emeralds, da heißt immer mit. Ich glaube, Emeralds könnten echt auch wertvoll werden. Ich weiß nicht, ich glaube mit Villagern und so, das ist ein bisschen anders irgendwie. Man kann sich auch nicht mehr so einfach eine... Man kann sich nicht mehr so einfach eine Villager-Farm bauen. Oh, Bro, warte mal, ich baue hier hoch. Oh, Bro, dieser ganze Kies geht mir auf den Keks, Junge. Wie viel... Oh mein Gott, Leute, ich habe keine Pickaxe mehr. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich muss unbedingt zusehen. Bro, dass wir nach oben kommen. Oh Gottes Willen. Nein, jetzt, was macht der ganze Kies hier? Och, bitte nicht, Bro. Ey, bitte, ich will jetzt nicht mit der Hand hier alles abbauen. Oh. Ich weiß nicht. Oh nein, das Problem ist auch. Obwohl, ich glaube, es sollte eigentlich kein Problem sein, weil die Insel ist ja relativ klein. Aber ich weiß gar nicht, wo meine eigene Base ist. Junge, aber wo bin ich denn hier? Ich bin doch schon übelst weit oben. Ich bin 100 Blöcke über null. Also ich bin hier wahrscheinlich gerade full im Berg drin, ne? Ja, super. Super, Bro. Ey, ich dreh durch, Bro. Ich dreh durch. Ich dreh durch, Junge. Das kann doch nicht wahr sein jetzt. Das kann doch nicht wahr sein jetzt. Ey, bitte nicht. Geht das mit der Hand schneller?
Nein. Ich schreibe SU, Bro. Ich schreibe SU. Leute, was für ein Ort habe ich hier? 102, 105. 102, 105 und 40. So, ich hoffe, er kommt jetzt. Ey, Bro. Ich dreh gleich durch, Bro. Ich dreh gleich wirklich durch. Das kannst du dir doch nicht ausdenken, Leute. Was mache ich hier? Junge, was mache ich hier? Hobbygärtner, ja. Armin, der Hobbygärtner, Bro. Was soll ich jetzt machen, Leute? Ich bin so lost schon wieder. Aber ich habe mir doch extra... Ach, Bro, ich habe die Werkbank vergessen. Das ist das Problem, Bro. Ich hatte extra Holz mitgenommen für eine Werkbank. Ich weiß halt gar nicht, wo ich bin. Ich hätte jetzt geschrieben, dass ich keine Pickaxe habe. Ja, Bro, das ist ja schon wieder... Ja, wieso, was soll ich jetzt machen? Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Kann ich mir hier irgendwie... Junge, weil ich alles zu Sticks gemacht habe. Ich bin so doof, Bro. Ich bin so doof. Junge, die Frage ist jetzt, ob es nach oben, ob ich nach oben bauen soll oder nach vorne einfach. Ich glaube, nach oben wäre schlauer. Ey, das gibt's doch jetzt nicht. Junge, ich bin so lost. Junge, ich höre irgendwelche komischen Musikdinger hier. Ey, ich hoffe, dass jetzt hier irgendwann Dings kommt. Also wir müssten, ich bin auf 100 Blöcke über Dings, Junge, wo bin ich denn hier? Wie viel Pech kann man denn haben, dass man hier keinen Weg nach draußen findet? Weil ich mir das Wardengebiet angeguckt habe. Komm! Ich dreh gleich durch, Leute. Ich dreh, ja, das tut mir jetzt leid. Ich check's selber nicht. Ich check es bei bestem Willen selber nicht. Junge, ich brauche 10 Minuten, um einen Block abzubauen. Um einen Block abzubauen. Und ich wette, ich bin nur 5 Blöcke oder so noch. Ist da Erde? Ist da Erde? Bro, bitte. Ich hätte einfach den Weg zurücklaufen sollen. Ich habe ja extra einen Weg gemacht, um, dass ich quasi immer runterkomme, aber ich bin einen anderen Weg gelaufen, weil ich mich halt da im Wardengebiet mal umgucken wollte. Der größte Fehler. Größte Fehler EU West. Und ich kann nichts machen. Der Einzige, der mir jetzt hilft, ist Essie und Blackjack. Ey, ich bin 109 Blöcke oben. Wie hoch geht das denn, der Berg? Ist der 10 Kilometer hoch oder was? Hallo, hört mich jemand? Hört mich jemand? Ja, Freunde, wir sehen hier jetzt gerade den Steinabklopfsimulator. Wo wir gefangen sind. Bro, ist ja, ich, das hätte ich alles rausgekattet, ne? Das hätte es ja gar nicht im Video gegeben. Ja, geil. Ich weiß gar nicht, jetzt wird Hans sogar schneller. Ich kann auch bauen, Bro. Ja, bringt aber eh nichts.
Ey, jetzt muss doch auch irgendwo mal das Ende sein. Bro, ja! Ey, Bro, er fragt mich, ob ich immer noch da bin. WTF, Alter. Ja, wo soll ich denn sonst sein? Oh, Bro, er hat sich nicht mal auf den Weg gemacht, Leute. Er hat sich nicht mal auf den Weg gemacht. Ich würde denen ja auch gerne Diamanten für die Rettung geben, ne? Aber... Ey, Bro, ich habe halt Hoffnung... Ey, Bro, es fuckt mich so ab, Leute. Es macht mich so sauer gerade. Ey, am liebsten würde ich mich wieder ausloggen, ich sag ehrlich. Tja, was machen wir jetzt? Was wollte ich euch noch erzählen? Was habe ich heute gemacht, Leute? Ja, ich bin heute aufgestanden heute früh. Bin direkt zum Sport gefahren, weil ich jetzt wieder ein bisschen mehr Sport machen will. Ihr wisst ja, wir haben ja ordentlich zugenommen. Also ich hatte ja damals vor der Fortnite-Zeit, habe ich 80 Kilo gewogen. War denn so irgendwann auf 90 Kilo hoch. Das war so eigentlich mein normales Gewicht gewesen. Und dann irgendwann durch Corona, Leute, weil durch Corona konnte man ja auch nicht zum Sport gehen. Man konnte ja nichts machen, Bro. Man konnte ja eigentlich nur zu Hause rumsetzen und zocken. Und wir haben auch... Oder ich habe auch den ganzen Tag zu Hause gesessen und gezockt. Und ja, Leute, plötzlich waren wir bei 120 Kilo gewesen. Dann kam der Boxkampf. Ja, Vive ist auch schon full dia, Bro. Ich check es nicht, Junge. Junge, ich habe euch doch die Koordinaten gesendet. Ey. Bro, warum ist der Chat doch so groß? 102... 115. Ja, dann war jedenfalls Dings, kam Corona, Leute, dann waren wir ein bisschen hoch auf 120. Dann war ich auf... Bro, die haben alle... Das ist so unfair, Leute. Das ist so unfair, dass die alle in der ersten Folge ihre Dias gefunden haben. Das muss ich ehrlich sagen, deswegen habe ich auch rumgemeckert. Weil das kann man ja nicht vergleichen. Mit den, mit der Spawn-Rate der Dias jetzt. Bro, das ist so eine unnütze Folge. Ich weiß gar nicht, ob ich... Also ich bin gerade echt am überlegen, ob ich das überhaupt hochlade. Das ist ja voll der Müll, Leute. Wir gucken hier die ganze Zeit nur zu. Ja, da kam ja der Boxkampf gegen Leon Mascher. Da habe ich wieder ein bisschen abgenommen. Da habe ich von 120 auf 105 Kilo abgenommen. Und da war ich eigentlich wieder gut fit gewesen. Also ich war wirklich auch beim Boxkampf von Leon. Da habe ich ja echt wieder gut abgenommen, alles drum und dran. Und das Ding war dann gewesen, dann habe ich mir die Hand gebrochen und dann wurde ich ja operiert an der Hand und dann konnte ich wieder keinen Sport machen. Und jetzt bin ich wieder bei 120 Kilo, Leute, und jetzt heißt es wieder Fitness. Fitness, ich gehe jetzt erstmal zweimal die Woche, ich habe mir auch ein Laufband geholt. Ich probiere zweimal die Woche zum Fitness zu gehen, ein bisschen Laufband zu machen und ja, also ich probiere jeden Tag auf jeden Fall 10.000 Schritte zu laufen. Und ich will jetzt, das habe ich jetzt auch gemacht, Leute, oder will ich heute anfangen, heute Abend, ich will 2 Tage fasten. Also 2 Tage nur Wasser trinken und das war's dann. Nichts weiter, ey, das ist so, Bro. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sich das einer reinzieht, ne? Zieht sich das hier wirklich jemand freiwillig rein? Aber ich habe keinen Bock down, was soll ich auch machen, Leute? Ist halt selber schuld, ey. So dumm, ey. Das ist mir... Ich habe mir extra so viel Pickaxes mitgenommen, die gehen direkt kaputt. So. Junge, wo ist denn hier der Ausgang, bitte? SU und Blackjack kommen auch nicht die Stücken Müllhaufen, Alter. Ich sag's euch ehrlich. Junge, ich bin 120 Blöcke über Null. Alter, jetzt muss doch mal langsam hier ein Ausgang kommen. Das gibt's doch gar nicht, Alter. Das ist ja absoluter Witz, Leute. Was ist das für eine Map, Junge? Ich dreh durch, Bro. Das wird kein... Es gibt gar keinen Ausgang mehr. Junge, wir sind hier irgendwo... Im nirgendwo.
Ich höre irgendwas. Ich habe gerade irgendwelche Skelette gehört. Vielleicht ist gerade oben Nacht oder so. Boah, es sind auch echt alle da, ne? Also die sind hier alle am durchgrinden. Aber das kostet jetzt halt so viel Zeit gerade. Das kostet richtig viel Zeit. Ja, da war ich heute beim Sport. War ich heute gewesen, habe ein bisschen Boxtraining gemacht. Ich werde jetzt wieder ein bisschen anfangen mit Boxen auch. Weil Boxen ist eigentlich immer sehr, sehr gut, um fit zu bleiben, finde ich. Immer guter Sport. Weil da, ich sage euch ehrlich, Boxtraining ist noch was ganz anderes als Fitnessstudio. Das ist so, Fitnessstudio ist easy. Gegen Boxtraining ist Fitnessstudio Kindergarten. Und ich sag euch, da ich, also Ziel ist auf jeden Fall auf 95 Kilo runter. Das wäre, damit wäre ich echt fein. Das wäre Dream. Boah, das kann nicht sein, Junge. Das kann nicht sein. Ich höre doch hier schon die ganze Zeit irgendwelche Skelette. Hier muss doch irgendeine Dings in der Nähe sein. Irgendeine Höhle. Aber was ist Steinsimulator? Zeit, Ausrufezeichen, Zeit geht nicht. Bitte wenigstens eine Höhle, dass wir irgendwo rauslaufen können. Ja, auf SU und Blackjack hier sind. Junge, ich habe den geschrieben, ich komme hier nicht raus. Sag euch ehrlich, da hätten wir auch Dings. Da hätte ich auch Dings, ach, Bro, hätte ich zurücklaufen können. Ich dachte, die kommen halt gleich. Aber nix da. So. Mach kaputt. Bro, SU ist aus. Bro, dann soll er es doch vorher sagen. Ey. Junge, Junge, Junge. So ein ekliger Bro. Der braucht gar nicht mal bei mir ankommen, ich sag ehrlich. Ich bin eh raus. Ich bin eh raus, Leute. Ich bin eh raus. So. Bitte. Bitte. Bro, was willst du? Hier sieht's gut aus, Leute. Ich glaube, hier ist die Oberfläche. Ey, ich sag euch, guck mal, das ist auch wieder das Ding, Freunde. Man sollte sich nur auf sich selber verlassen. Und niemanden, Dings, auf niemanden warten, Junge. Guck mal hier. Ich hätte wahrscheinlich noch auf morgen. Also ich weiß nicht, was so schwer ist, Bro. Ich habe denen genau die Koordinaten von meinem Standort gesendet. Und die finden mich nicht. Die müssten sich von oben einfach nur runterbauen. So. Also sie suchen mich seit 15 Minuten. Stark. Ich glaube, ich hatte viel von SU erwartet, aber. Ey, Bro! Was ist das? Junge! Bitte! Lass mich raus! Bitte! Ich hab keinen Bock mehr. Und ich werde nie wieder, ich werde nur noch mit vollem Inventar, mit Pickaxes irgendwo hinlaufen. Ja, Bro. Ich dachte, hier Ausgang, aber hier muss doch irgendwo. Es muss doch. Ich höre was. Ich höre was. Bro, jetzt schreibt mir Essie die ganze Zeit, aber ich. Ich habe gar keinen Bock zurückzuschreiben, ich sag ehrlich.
Ice Bucket Challenge. Junge, das... Kennt jemand den Trend noch? Ey, Junge, das kann doch nicht wahr sein, Leute. Habe ich hier eine Schaufel? Nee. Das kann doch nicht wahr sein. Ich muss doch hier irgendwo rauskommen. Ja! Ja! Oh! Alter! Yo! Ey, Leute, das gibt's ja gar nicht. Das gibt's ja gar nicht. Junge, Junge, Junge. Alter, ey, schnell hier. Junge, hä? Wir sind einfach direkt bei unserer Base, Leute. Wie krass ist das denn? Hä? Wir sind hier direkt bei unserer Base. Alter, geil. Okay, das ist nice, Leute. Das ist... Guck mal, und SU... Ich dachte, wir sind irgendwie 3000 Meter weiter weg, Bro. SU hätte sich doch nur hier zu unserer Base bewegen müssen. So ein Sappler, Junge. So ein Sappler. So, das ist auf jeden Fall ja hier meine Base, Freunde. Och, endlich, ey. Endlich, 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 endlich. So, da können wir uns jetzt direkt erstmal eine Pickaxe bauen. Ich glaube, ich baue mir... Ich baue noch gar nichts aus Dias, Leute. Ich sag euch, ich würde sogar einmal was machen, die Dias einfach in die Kiste legen. Mal gucken, wer es klaut. So, wisst ihr, was ich meine? Sollen wir das machen? Als Vertrauensbeweis, Dias in die Kiste legen, wer es klaut, ehrenlos. Wäre geil. Würde ich feiern, so. Ich hatte übrigens eine coole Idee gehabt, weil ja auch die Netherite Guards, Leute, wir hatten ja auch damals so viel mit Lava gemacht. Wenn ich vielleicht alles hier wieder so mit Lava runterbaue. Also dass quasi von diesem ganzen Berg hier links und rechts Lava runterfließt. Und dann weiß eigentlich jeder direkt, boom, hier wohnen die Netherite Guards. Das Problem ist nur, ich bräuchte halt eine Lava-Form. So eine Lava-Farm, um das zu machen. Weil ohne Lava-Farm ist das ein bisschen schwierig. Und wir brauchen halt diese Tropfsteine, ne? So, erstmal hier alles, das Schnee weg. Ich hoffe, der Schnee kommt jetzt auch hier nicht wieder hin. So, Schnee wegbauen. Dann will ich nämlich jetzt erstmal hier so ein kleines Grundgerüst bauen. Und dann haben wir hier nämlich unsere Base. Und ich bin mal gespannt, was Essio machen will. Wenn der herkommt. Geil, Leute. Wir hatten jetzt, wir haben jetzt 42 Minuten aufgenommen. Ich weiß gar nicht. Zeit. Wie geht das, Bro, hä? So, geil, Leute. Geil, geil, geil. Guckt euch das an. Ey, wir haben hier auch wirklich perfekte Aussicht. Ne? Wir haben hier direkt den Überblick zu allem. Und hier vorne... Ja, also mein Ziel ist es auf jeden Fall so eine... Eigentlich müsste ich da drüben den Berg auch direkt einnehmen. Ich sag euch, Real Rap, ich habe ja so eine... Ich will ja hier oben irgendwie so alles einnehmen. Wer ist das denn jetzt da? Ey, was geht? Bro, ey. Das war so eine schwere Geburt, dich da rauszuholen. Bro, wir sind irgendwie in so eine versteckte Höhle reingekommen. Und dann sind wir einfach, weil wir diese Koordinaten nicht hinbekommen haben. Geht's dir aber jetzt gut? Bist du da gut rausgekommen? Bro, ja, ich habe die ganze Zeit alles mit der Hand abgebaut. Ey, wer baut denn da neben mir? Weiß ich doch nicht. Da Flauschi baut dort. Hä, warum baut die da? Aber eine Sache, guck mal, das Ding ist... Ja? Es wäre korrekt, wenn du uns diesen Diamant da nicht nimmst, okay? Diesen einen, den wir dir geben wollten. Weil ich dachte, du meinst hier Dingens, die eine City. Ich habe eigentlich direkt Warden geschrieben, Bro. Könnte ja sein, dass da so eine City ist. Ja, aber das Ding ist, ich dachte, du meinst diese Stadt, weil du auch Schleichen irgendwie als Errungenschaft bekommen hast, weißt du? Ja, ist das dann in der Stadt, Bro? Nein, nein, das ist irgendwo in der Nähe wahrscheinlich, aber naja, bis du das gefunden hast, kann es schon lange dauern. Was machst du hier? Baust du hier was oder wie? Ich baue eine Brücke zum anderen Turm dahin. Stani, was hast du vor? Bro, ich will hier die Berge einnehmen. Ja, cool. Okay, sehr nice. War irgendwas, weil du meintest, wir sollen halt zu dir kommen, sollten wir dir nur helfen oder wie? Ja, Bro, ich hatte keine Pickaxe mehr gehabt, ey. Ja, glaub mir, ich hab jetzt... zusammen haben wir erstmal diese Koordinaten. Du weißt halt nicht, wie kompliziert das war. Das Ding ist, wenn du erstmal... Was ist denn daran kompliziert? Ihr hättet euch einfach nur von oben runterbauen müssen. Ja, hätten wir theoretisch, aber dann haben wir so einen Höhleneingang gefunden und wollten uns von dort durch... Ja, ich höre dich nicht. Hallo. Ich höre dich nicht. Du bist weit weg. Komm mal her. Jemand? Hä? Was sagst du? Wer ist das? Wer denn? Ist das ein Hühnchen? Oh, bist du besoffen?
Hallo, SU. Ach, das ist ein Hund. Ja, da drüben ist ein Hund. Was hast du eigentlich so vor? Hä? Ja, oder einfach ab. Oh, ich muss die Renderdistanz ein bisschen höher stellen, Leute. Ich sag euch ehrlich. Das werde ich jetzt direkt mal machen. Sichtweite. Bro, ich sage, ich habe einen guten PC, da sollte eigentlich ein bisschen was gehen. Und zwar, umso weiter die Sichtweite ist, bin ich der Meinung, sehen wir auch die Leute, ne? Da ist ein bisschen Nebel. Ist die Sichtweite? Ist das die Sichtweite? Ich sag ehrlich, ne? Das ist die Sichtweite. Sichtsimulations. Ich kann das eigentlich alles hochstellen. Ich sag Real Rap, Leute. Warum ist der jetzt abgehauen? Ich wollte doch mit ihm reden. So, Freunde. Jetzt würde ich mal sagen, haben wir als erstes diesen Turm hier eingenommen, Bro. Das ist safe. Boah, das ist eine geile Fläche sogar. Guck mal, das ist richtig geil. Und hier sogar ein kleiner Hundi. Ui, kann ich den jetzt hier... Nimm die Knochen. Nimm die Knochen. Okay, ich glaube, ich brauche mehr Knochen zum Zähmen. So, jetzt werde ich erstmal hier so ein bisschen was bauen, Freunde. So, jetzt ist das hier quasi auch schon mal mein Gebiet. Weil ich will hier direkt mein Gebiet einnehmen. Und dann braucht niemand rummeckern. Ja, Bro, wir waren hier zuerst. Bla, bla, bla. Ich gucke mal jetzt, was S wieder macht. Und dann will ich mal gucken, was Flauschi hier macht. Ey, Bro! Wir haben hier direkt Lava nebenan. Oh, wie geil ist das denn? Wo ist der hin? Wo ist der hin? Keine Ahnung. Ey, was macht der Flauschi da? Hey, was ist hier los? Friedefreie Eierkuchen. Hey, die fackeln hier meinen Wald ab. Wer? Nein, das war Alpha-Stein. Alpha-Stein. Hey, wir sind jetzt Nachbarn, Flauschi, oder was? Ich hab ihn angegriffen, er ist mit einer Enderperle abgehauen. Was? Ah. Hey, wir sind ja Nachbarn, Flauschi, das ist ja cool. Echt? Max wohnt hier auch. Wo wohnt Max denn? Lass es mal das Feuer. Der hat hier so eine geheime Base, aber die kann ich dir nicht zeigen, glaube ich. Ach so. Ja, ich baue hier oben eine Brücke. Hast du so hässlich lang gebaut? Ja, das baue ich auch noch besser. Ah, okay. Ich habe das nur schon erstmal eingenommen, weißt du? Ja, das passt. Ich finde das gar nicht hässlich, das sieht cool aus. Nein, ich baue das auch richtig, ich baue noch eine Brücke rüber. Ja, das wird echt eine geile Brücke. Ah, Blacky, lass ihn suchen gehen. Was ist denn jetzt hier vorgefallen für einen... Ja, also Alphastein ist zu mir gekommen und hat mich ausgeraubt, er wollte Essen von mir haben. Oh. Und dann kam plötzlich Blackjack und Sue. Und die haben dich gerettet? Ja. Und ihr seid jetzt hier so die Heldenkämpfer oder was? Nein, ich hab... Wie kann man eigentlich gucken, wie viel Zeit man noch hat? Mit Slash Zeit. Ah, 8 Minuten. Flauschi, 30. Kann ich ein ernstes Wörtchen mit dir reden? Ja, was gibt's? Kannst du kurz Flauschi mal zu mir kommen? War da nicht eigentlich ein Haus gestanden? Achso. Stani, was hast du vor? Jetzt pass mal auf. Wir reden morgen. Ich erzähle dir das morgen. Alles klar. Es ist geheim. Oha, es wird wieder... Hey, Russack! Hast du eigentlich Worden gefunden? Nee. Ich hab Worden gefunden. Für einen Dia verkaufe ich den Dings. Es wird nicht abgezogen. Nein, ich geb dir das. Alles gut. Das Ding ist, wäre halt cool, wenn du den Diamant nicht von uns bekommst. Das war wirklich Abzocke, was du gemacht hast. Hey, Bro, nein, ich hab geschrieben Wardengebiet, Bro. Ja, das stimmt. Ich hab halt zu schnell gelesen. Ich hab mich gefreut. Das Ding ist, unten links stand dann auf einmal Schleichen und dann dachte ich, du hast Schleichenbuch gefunden. Ja, Bro, nicht denken. Hey, Russi, hör auf, um meine Kisten zu gucken. Leute, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass Alphastein sich hier noch irgendwo aufhält und uns zuhört. Ja, er ist mit einer Perle abgehauen, Bro. Bro, Alphastein ist ein Müllhaufen, Junge. Er hat mich angezündet, ich hab noch zwei Herzen. Ja, Blackjack, du bist auch Müll, Bro. Du bist auch schlecht, Blackjack. Sagt der gerade im Stachelbusch hängen geblieben ist und Schaden bekommen hat. Ja, und? Ich hab ja Beeren. Ja, warte mal, und ihr lebt hier beide, oder was? Ich lebe da oben, auf dem Dings. Und Flauschi lebt hier bei diesen Kisten. Ja, da baue ich jetzt mein neues Haus. Ah, okay. Wo lebst du denn, Russack? Nirgends.
Wie, bist du obdachlos oder was? Ja, ich erkunde noch die Gegend. Suchst du dir noch ein gutes Plätzchen oder was? Ja, ja. Guck mal, ich hab hier sogar direkt den nächsten. Ich hab hier oben alles gehört mir. Ja, ich hab's gesehen. Das habe ich hier alles eingenommen. Ich hab sogar schon eine Brücke zu drüben gebaut. Boah, das ist geil, Leute. Ich sag euch ehrlich, ich glaube, hier oben könnte man wirklich so... Hier macht man überall Lava runter. Boom, boom, boom. Wo ist ein Rucksack jetzt? Okay, ich glaube, der ist weitergelaufen. Hier könnte man alles so machen. Da unten ist auch noch eine riesen Höhle. Boah, und guck mal, man hat hier halt... Das Gute ist, man hat hier halt gute Übersicht über die ganze Insel. Wisst ihr, was ich meine? Guck mal hier. Da ist unser kleiner Hundi. Guck mal hier. Können wir direkt sehen, wo die Leute sind. Zack, wo die sich rumtreiben. Boah, guck mal, hier ist auch... Ich muss auch sagen, geil ist hier auch, Leute, dass hier so eine freie Fläche ist. Also wir sehen, jeder, der hochkommt, den sehen wir hier. Geil. Ja, wir haben, also ich sag euch ehrlich, guck mal hier, guck mal, da ist wieder was los, Leute. Können wir direkt beobachten. Geil hier, ne? Wer ist denn das? Das ist das Blackjack? Ja, ja, das ist Blackjack. Oder das Sue. Aber du bist halt, jeder weiß, wo du wohnst jetzt, ne? Ja. Ich mal los weiter, ich muss noch arbeiten. Ja, tschüss. Ja, soll ruhig jeder wissen, wo ich wohne, Leute. Sag ich euch so, wie es ist. Das kann ruhig jeder wissen. Finde ich gar nicht schlimm. Also ich werde jetzt auch morgen damit beginnen, hier so ein bisschen besser auszubauen, weil das hier natürlich alles Müll, Leute. Das ist hier natürlich, was soll das sein? Ich weiß auch nicht, was das sein soll. Ich denke mal, ich werde hier irgendwie jetzt alles erstmal platt machen. Aber ich weiß auch gar nicht, wie die Folge ankommt. Ich glaube, die wird echt müllmäßig ankommen. Schade, dass wir heute so... Aber das, so ist es halt, ne? Wenn man halt will, dass es irgendwie uncut ist, dann passiert halt der größte Müll, der sonst eigentlich nicht in den Videos drin ist. Ich hoffe, ihr habt es trotzdem gefeiert, Leute. Wir haben jetzt noch 4 Minuten. Die 4 Minuten werde ich mir aber... Yo. Stani, dürfte ich ganz kurz deinen Ofen benutzen? Ein Diamant. Okay, ne, alles nein, gut. Spaß. Der ist hier drüben, ne, von hier oben. Da ist er. Kannst du machen. Pass auf. Hier, da kommt Stani, hast du vielleicht morgen oder übermorgen Zeit, ja, ich muss dir auch noch reden. Ja, hier nutzt den Ofen. Was ist? Nein, wir wollen nicht hintergehen. Stani, die sind böse, die wollen dich hintergehen. Wie, die sind böse? Stani, wirklich? Wie? Wollen dich gleich angreifen. Was? Ja, die haben einen Plan gegen dich. Woher weißt du das? Guck mal, wie er gerade lügt. Wie er gerade lügt. Woher weißt du das, Alfi? Ich hab die im Belausch mit Flauschi. Die haben gesagt, die haben irgendeinen Plan. Ja, aber wieso? Also, stimmt. Du denkst ernsthaft, Flauschi will dich angreifen? Nee. Ja, mal ehrlich. Pass auf, bitte, du bist in Gefahr. Stell dich jetzt auf die richtige Seite. Ja, okay, ich komm in die Seite des Alpha-Clans. Du musst mit der besseren Seite zusammenarbeiten, bitte. Die sind gefährlich. Machst du den Alpha-Clan wieder auf? Ja, aber nur als Kooperationspartner. Stani, pass auf. Er will dich doch nur in diese Falle locken, checkst du also das denkt nicht? Die, dass das nicht stimmt? Natürlich stimmt das nicht, was er sagt. Stani, du bist in Gefahr. Aber warum sollte er sich das ausdenken? Weil er lügt, er hat doch Lukas und Armin in der ersten Folge angegriffen. Ja, das aber war die Himmelskrieger, der hat mich so gemobbt in der letzten YouTuber-Insel. Boah, ja, also... Das war meine Rache. Irgendwo hat er ja recht, Bro. Die Himmelskrieger haben ihn schon fertig gemacht. Ja, Nisroidgott, ich war doch früher bei euch. Aber habt ihr jetzt was? Aber wieso greift ihr denn Alphastein jetzt an? Weil Alphastein mich auch in der ersten Folge angegriffen hat. Was? Warum? Ja. Ich kann das erklären. Du kannst es erklären? Ich wollte ganz normal mit dir reden. Ich habe sogar gesagt, ey, ich bitte dir an, dass wir... Was hast du gemacht, Alphastein? Ich laber irgendwelche Geschichten. Was für Geschichten? Links! Alphastein, das ist... Ich manipulieren. Das ist hier auf jeden Fall mein Gebiet, wo du gerade bist. Ja, eben, soll Stani deinen Respekt... Blödsinn, ich hab dich gerade fast besiegt. Guck mal, ich hab hier den Kopf recht. Von Armie. Aber siehst du, hast du es gerade eben gehört? Er hat mich gerade fast besiegt. Also hat er mich doch schon wieder angegriffen. Zwei Angriffen haben, Stani. Na, warte mal. Du hast mich angezündet als erstes. Hört mal, Leute, wo ist eigentlich Geweih? Blackjack. Ja? Komm mal bitte kurz. Schnell. Guck, wieder Geheimnistour rein da, ne? Für mich, ich brauch ein Seil. Stani, wie kannst du vertrauen? Ein Fahrt. So, ja, die machen dann wieder geheim. Du hast Armies Kopf, ja, sehr gut. Ich hab Armies Kopf, Junge. Aber die sind gefährlich, die Typen da, die vorne. Wir sind nicht gefährlich. Die machen doch gar nichts. Vertragt ja, euch doch mal. Achtung, Suda kommt von hinten. Suda kommt von hinten. Ich will meine Enderperle wieder haben, gib sie mir wieder. Vertragt euch du doch. Hast Angst gehabt und bist abgehauen. Gib mir meine Enderperle. Was ist das für eine Scheiße hier? Ja, wir sind hier im Schneegebiet, Bro. Weil der Stani ist ein Schneehund.
Ich muss einen Faden suchen, das ist so wichtig. Kaufe was? Faden. Ja, dafür musst ich du, hab dafür Faden, musst Bro. Spinnen töten. Ich hab ja, einen Faden. Was willst du haben dafür? Ich gebe dir einen Smaragd dafür. Für was brauchst du denn den Faden? Hörst du gleich sehen, ich werde dir das vor dir craften. Danke, Bro. Hier. Smaragd brauche ich nicht, Bro. Ja, ich weiß schon, was du willst. Nö. Okay, dann drop. Nee, behalte ich ihn, Bro. Ey, dann drop mir. Nee, Bro, ey, wenn du mir gibst, dann behalte ich ihn noch. Bogen ja, okay. Will er machen, ne? Yes. Ja, ja. Ich hab einen Bogen. Hast du schon einen Bogen? Ja, ja. Wie macht man Pfeile? Federn, wo man noch, oder? Dafür brauchst du ach so. Feuerstein, also Kies, wo ist der? Knochen und Sticks und Federn. Alpha Stein, zeig dich! Ich glaube, in der nächsten Folge werde ich dich jagen und es wird kein Zurück mehr geben. Checkst du das? Ich habe 3 Pfeile. Ich habe 14 Pfeile. Da unten ist er. Da unten ist er, Bro. Da. Siu, da unten ist er. Da unten ist er. Mal wie er da hochguckt. Ich hab ihn getroffen, ich hab ihn getroffen. Stark, Stani, stark. Blackjack, wir müssen eigentlich das mit Stani machen, was wir vorhatten. Überleg mal. Was habt ihr denn Stani, vor? Mal, du warst doch das mal besser, das darfst du noch nicht sagen. Stani, bald, wenn die Zeit reif ist, werden wir dich einweihen, okay? Stani, pass auf, die schubsen dich rund. Warum sollen wir den schubsen? Er lügt, Bro, er lügt. Wir würden das nicht machen. Ich hab keinen Streit mit dir. Blackjack und ich sind extra halbe Stunde lang haben wir dich gesucht. Halbe Stunde haben wir nichts gemacht, außer dich, zu suchen. Ja. Jungs, Kuss. Ja, lass uns morgen reden. Ich werde jetzt hier ausgeloggt. Tschüss. Tschüss. Das war's, Leute. Zeit ist abgelaufen. Ich habe keine Ahnung, ob ihr das feiert, Leute. Das war's gewesen. Schon mit.